Herzlich willkommen zurück zu Factorio. Der Raketensilo ist fast fertig. Aber erstmal wird ein bisschen gepuzzelt. Schmiermittel. Schweröl. Ja, könnte man denken, Gott, tun wir einfach hier rein. Aber das ist ja eine andere Leitung gewesen, glaube ich. Ich muss ja hier hinten irgendwie ran. Ich muss das hier irgendwie in die Kanister mit rein. In die. Ne? Damit reintun. Das wird noch interessant. Also, ich möchte hier lang laufen können. Ach, hier geht das noch nicht wie bei den Fließbändern. Ich möchte hier lang laufen können. Also, das hier ist leicht. Würde ich mal behaupten. So. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich glaube besser so, nicht, dass das dann hier doch zu Vermischungen kommt. Ach so, ja, das war ganz schlau. So, hier, und dann müssen wir nur noch nach da oben. Nein, das ist eine Mauer. Obwohl doch, geht eigentlich. Hauen wir das Ding mal weg. Zack. Und plöpp. So, jetzt muss ich hier nochmal wieder ein paar von den Unterirdischen bauen. Machen wir mal 10. Okay, also das haben wir hingekriegt. Leichtöl und Schweröl ist da schon ein bisschen spannender. Ich glaube, ich muss einfach mal auf die Seite und dann kann ich hier zumindest das Schweröl mit ranbauen. Ist das das Schweröl überhaupt? Ich weiß es nicht. So ein paar Rohre. Ich bin hier unten ja nicht im System quasi. Obwohl das Gelbe, das können wir da. Ah ne, können wir nicht da oben ran setzen. Rot hatte ich hier. Mal, komme ich denn von hier? Auf die andere Seite. Nö. Natürlich nicht. Gut, also da unten ist kaum noch Öl zu holen. Nee. Hier sind wir, dann müssen wir jetzt den nach da und dann gehen wir hier runter. So, so und so. Und runter, runter. Ach nee, von. Ach so. Dann müssen wir sogar noch dahin. Und von hier geht's dann rüber nach hier. So. Der rote, hatte ich gesagt, ist das hier, ne? Dann daran. Und dann haben wir es. Rot haben wir damit auch abgedeckt. Dann fehlt jetzt noch Gelb. Wo führen wir denn das Gelb zu? Hier tun wir das. Und diese Raffinerie auch da. Aber das Problem ist, ich kann hier, glaube ich, nicht mehr ran, oder? Kann ich da ran? Ha, ich kann da ran. Wow, das ist ja klasse. So, dann müssen wir ja nur hier runter. Nach da. Oh, jetzt wird es richtig kompliziert, deswegen mache ich hier nur eben oben. Da nochmal eben. Ah, nee, da kommt Wasser rein. Ha. Das geht nicht so leicht. So leicht geht's nicht.
Da kommt dann Wasser rein. Hey. Dort, dann müssen wir halt hier runter. So. Das geht. Wieso ist da jetzt noch wieder Wasser drin? Mach das da mal raus. Was denn hier noch? Ich hoffe, jetzt ist das Wasser raus. Oh nein, jetzt ist da Wasser drin. Och nee. Oh, das macht mich gerade ein bisschen wütend. Das macht mich ein bisschen wütend, muss ich sagen. So, da ist jetzt aber kein Wasser mehr drin. Nee, jetzt ist kein Wasser mehr drin. Jetzt kann ich hier wieder raus. Nein! Nee, ist das jetzt richtig? Nee. Oh, das kann doch wieder alles nicht wahr sein. Da muss er hin. Wieso ist da jetzt schon wieder Wasser? Oh, was ist denn hier los? Da ist jetzt Wasser drin. So und so. Und so war's. Und da ist schon wieder Wasser drin. Wo kommt denn das jetzt immer her? Da ist Leichtöl drin. Da auch. Jetzt geht's. So, jetzt bin ich auch schon wieder komplett raus mit dem, was ich eigentlich wollte. Ist das jetzt überhaupt noch ans Leichtöl angeschlossen? Ich meine, da ist jetzt das Leichtöl, das geht nach da und nach da. Ja, nee, ist es nicht. Das muss hier noch zugemacht werden. Oh, ich kriege ja gerade echt zu viel. Es geht wieder, schon wieder das Gleiche los. Ich finde das echt nervig mit diesen Flüssigkeiten. So, und jetzt weiß ich nämlich auch schon gar nicht mehr, wo hier hinten und wo vorne ist. War das meins eben? Nee, das war das von eben, ne? So, das muss jetzt hier hoch. So, und... Och, habe ich irgendwo einen Spielstand, den ich laden kann? Ich muss, sorry, aber... Ich lade jetzt hier das letzte Autosave. 39,55. LP86 war 39,54. Sorry, aber wir machen das nochmal. Nee, also das kriege ich so nicht mehr hin, deswegen. Okay, also wir müssen Leichtöl erstmal machen. Hilft nichts. Ist das Leichtöl? Das ist Leichtöl. Das hilft einfach nichts. So, und ich möchte den hier gerne setzen nach da. So, dann kann ich nämlich von hier runtergehen. Beziehungsweise ich kann dann ja eigentlich auch hier rüber gehen. Nee, wir machen das mal so. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Wieso habe ich denn jetzt schon wieder einen übrig? Nee, das passt alles. Das ist alles soweit richtig. Nee, keine Ahnung, wo jetzt der schon wieder steht. Irgendwo steht jetzt wieder nur einer einsam in der Butnik rum.
So, dann daran, daran. Passt. Wir haben 10 Minuten jetzt hier schon und ich habe noch gefühlt gar nichts geschafft. Okay. Noch den und der war ja leicht, hatte ich ja gesagt, ne? Okay, ich mache mal kurz einen Cut. Oder? Nee. Festplatte hat gerade ein komisches Geräusch gemacht, hat sich aber wieder gefangen. Das würde mir jetzt ehrlich gesagt noch fehlen. Ah, nee, Schweröl hatte ich ja hier runter gemacht letztes Mal, ne? Vorhin, eben gerade. Ich glaube, das ging dann hier runter. Und dann rüber. Genau. Da können wir schon mal dicht machen. Da stehe ich wieder im Weg. Dann hier rüber. Ist das spannend, dass der hier dann auch. Ja, hier muss ich dann ran. Glaube ich. Der geht hier rein. Genau. So hatten wir es. So, und dann kann der nämlich jetzt anfangen. Und dann müsste es jetzt eigentlich passen. Das müsste jetzt alles richtig abtransportiert werden. Zack. Zack. Gut. Ja, und eigentlich hätte ich ja ganz gern noch eine Raffinerie, aber ich glaube, da fehlt mir jetzt der Nerv zu. Da fehlt mir jetzt einfach der Nerv zu. Aber immerhin, wir haben jetzt halt 3 Raffinerien, die arbeiten. Das ist schon okay. Die hier nehmen halt gerade auch viel weg. Und wir lassen halt auch hier immer viel. Ja, eigentlich lassen wir das ja auch immer direkt umwandeln. Ja, dann schmeiß mich mal wieder mit Zeug zu. Nehme ich. Ich nehme es alles. Ach so, oben, das Ding ist fertig. Hier rein theoretisch. Nee, hier. Das ist fertig gebaut, aber es kommt noch keine Munition an, wenn ich das richtig sehe. Da würde ich jetzt gerne noch mal gucken, warum. Hier kommt kein Erz an. What? Ah, immer Probleme, immer Probleme. Was ist denn mit dem zweiten Erzzug? Wo steht denn der? Hier. Okay, Autosave. Oh, bin ich gerade erschrocken. Ich dachte, jetzt hätte ich einen Freeze. Okay, das Erz hier wird abgeladen. Und es kommt dann zu wenig bei denen an. Das heißt, hier muss auch noch mal ein grüner, blauer hin. Vermute ich mal. Ah, okay. Ach ja. Nee, ich gehe jetzt hoch, gucken, was mit der Artillerie ist. Ob die hier soweit fertig ist, wir gucken uns die mal an und ansonsten müsste da ja eigentlich auch Munition hinkommen. Es sei denn, es wird gerade keine hergestellt. Nee, das müsste ich erstmal gucken. Wird Munition hergestellt? Ah, nee, ich gehe jetzt hoch, ich gehe jetzt hoch. Man hat es nicht leicht, man hat es nicht leicht. Also nächstes Mal würde ich, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen geplanter bauen, vielleicht. Also ich merke halt, im Late Game ist es mittlerweile doch schwierig mit einem planlosen Aufbau.
Das ist ein bisschen schade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich okay. Aber dann würde ich, wenn ich es noch einmal spiele, was bestimmt nochmal passieren wird, das alles ein bisschen anders machen, ein bisschen planmäßiger aufbauen. Okay, der hat tatsächlich keine Munition. Aber er fordert an. 5 Stück. Okay. Dann gucken wir doch mal, was mit dem Munitions mit der Munitionsproduktion schief läuft. Wahrscheinlich haben die keinen Stahl. So, ich will jetzt aber nicht zurückgehen, gehen, sondern fahren. So. Ach, Moment. Ist das irgendwie? Nee, doch, geht. Okay. Dieser Husten. Viel sprechen scheint noch nicht das Beste zu sein. So, aussteigen. So, was ist. Huch, endlich mal wieder ein Cut. Ja, ist das nicht schön? OBS hatte ein Problem. Codierung überlastet. Keine Ahnung, was jetzt mein Rechner hier gemacht hat. Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall das letzte Video noch einigermaßen vernünftig abgeschlossen. Das funktioniert, hat schon mal funktioniert. Ich muss die Folge nicht nochmal komplett von vorne aufnehmen. Da hätte ich mich mit der Puzzlei jetzt auch sehr geärgert. Sondern es fehlen jetzt einfach 3 Minuten. Aber ihr habt wirklich nichts verpasst. Wir haben den Raketensilo abgeschlossen. Ich bin jetzt auf den Raketenschaden gegangen. Oh, Moment. Und hat ansonsten eigentlich nur gewartet, dass hier oben mal was passiert. Und hier oben passiert was. Da passiert wirklich was. Oh ja, er hat das erste Mal hochgeschossen. Wahrscheinlich hier oben hin. Ja, hier oben hin hat er geschossen. Und die haben jetzt entsprechend auch reagiert, die Aliens. Heieiei. Okay, das funktioniert. So, genau, Raketenschaden. Und ansonsten, wie gesagt, wollte ich mal gucken, was der Raketensilo kann. Das war aber auch alles, was ich in diesen 3 Minuten gemacht habe. Ja, tut mir leid, dass da jetzt schon wieder so ein Ding drin ist. Es nervt mich auch ungemein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es gelegen hat. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung und davon ganz viel. Kann ich leider nicht ändern. Also Factorio wehrt sich zurzeit extrem aufgenommen zu werden. Oh, da ist irgendwas kaputt gegangen. Oh, die machen meine Türme kaputt. No. Könnt ihr doch nicht machen. Müssten aber auch direkt wieder aufgebaut werden. Also das wird ein bisschen übler, aber das ist ja auch eine große. Oh, da schießt er wieder, da schießt er. Pam. Jawohl. So, und hier ist natürlich ordentlich Action. Gut, Türme sind aber noch da. Repariert wird es ja auch automatisch. Perfekt. So, hier die Blauen, die sind auch schon wieder ganz schön abgefressen. Raketensilo. Den wollte ich gucken. Genau, und in dem Moment kam dann das Problem. Ist der Raketensilo hier oder ist der unter Militär? Der ist unter Militär. 1000 Stahlträger, das wird ein Problem. 200 Prozessoren, das ist auch ein bisschen problematisch. 200 Elektromotoreinheiten. Oh, nee. Oh nein, das ist ja immer genau das, was ich gerade nicht habe. Ach, jetzt, genau, jetzt forschen wieder alle, jetzt geht's ratzfatz. Aber ich möchte halt, dass jetzt erstmal ein paar lilane Forschungspakete aufgebaut werden, deswegen werde ich auch die Atombombe noch nicht machen. So, die Prozessoren, die haue ich mir jetzt hier mal, und die verleibe ich mir jetzt mal ein. Das nehme ich mal. Meins. Scheiß auf Forschung. Meins. Meins. So, immerhin habe ich jetzt schon die Hälfte. Stahl muss ich auch mal ein bisschen sammeln gehen. 1000 Stahlträger. Eieiei. Wie machen wir das denn am besten? Beton ist ja mal so gar kein Problem, aber Stahl zurzeit schon. So, Raketenschaden 2 ist fertig. Wir gehen jetzt einfach erstmal hier ein bisschen der Liste nach. Na, das, was so möglichst wenig braucht. Schrotpatronenschaden habe ich bisher auch noch gar nicht genutzt. So, und Stahl. Ich habe eine Idee, wie wir das machen.
Wir nehmen uns hier mal so einen roten Teiler. So, und dann nehmen wir uns hier so eine Kiste. Muss nicht mal eine Anbieterkiste sein, sondern so eine. Ja, die da hinzustellen, das ist auch ganz großes Kino. Und dann nehme ich hier so einen schnellen Greifarm. Zack. Ach, der hat sogar noch Strom. Cool. So, und ich brauche 1000. Einer sind 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der muss voll. Und wenn der voll ist, dann freue ich mich. Und das Gleiche mache ich jetzt, glaube ich, auch nochmal mit Prozessoren. Wobei, Prozessoren, die habe ich ja eigentlich, ne? Zack. Naja, nicht so wirklich. Dann haben wir hier nochmal einen Teiler hin. Ich mag ja bekanntlich Teiler. Oh Mann. So. Ich mag ja bekanntlich Teiler und dann holen wir uns da mal eben einen rein. Da reicht ein normaler Greifarm. Und eine Holzkiste. Ich weiß gar nicht. Da sind 100 ein Stack. Das heißt, hier hätte ich gern noch ein Stack. Jeder zweite Prozessor geht in die Raketenforschung. Wie gesagt, genau, Motoreinheiten. Die roten brauche ich noch. Die sind ja auch noch ein Problem. Motor, Motor, Motor. Hier. Da haben wir quasi ja schon so ein und dann nehmen wir das einfach mal so. Oh, da passt auch noch genau einer hin. Holzkiste. Ja, so viel dazu. Ne, aber da passt doch einer hin, so eine Kiste, oder? Ja klar, passt da eine hin, natürlich. So, wie viele von diesen Motordingern habe ich denn? Und ich brauche 200, also zwei Stacks. Ja, dann kommt, dann machen wir hier mal eben zwei Stacks. Auch hier geht wieder jeder zweite Motor an die Forschung und dann haue ich hier die 19, die ich habe, schon mal rein. Was hätte ich mit dem Prozessor? Hätte man das auch machen können. Warte mal, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Zack. Genau, die neuen Prozessoren, die haue ich da auch nochmal rein. Die brauche ich, glaube ich, jetzt auch erstmal nicht zum Craften. Das sieht dann ja mit dem Stahl schon ein bisschen anders aus. Den behalte ich dann auch gerne erstmal. Juti. Wie schnell geht denn das hier mit dem Stahl in der Kiste? ...219 sind schon drin. Das geht recht fix. Gut. Gut, gut, gut. So, was ist das hier oben? Ist tatsächlich schon so ein bisschen dezimiert, ist es schon da oben. Nicht viel, aber ein bisschen. Okay. Ja, ein bisschen schade, dass das noch nicht so ganz funktioniert. Aber wir können schon mal die Produktionen auch vielleicht aufbauen für die Sachen, die wir dann für die Rakete brauchen. Was brauchen wir denn? Das ist alles das tragbare Zeug. Und das ist noch Kampf. Rakete, aber nicht die richtige natürlich. Landminen habe ich auch noch gar nicht. Ja, könnte man eigentlich auch mal machen. So, und wir brauchen einen Satelliten. Den stelle ich aber irgendwann mal irgendwie her. Das ist wahrscheinlich auch erst wieder am Ende. Wir brauchen dafür eine Raketensteuereinheit. Wofür brauchen wir die?
Ja, Raketentreibstoff brauchen wir auf jeden Fall. Baumaterial mit geringer Dichte brauchen wir. Und die Raketensteuereinheit brauchen wir. Ich glaube, das sind die drei Sachen. Dazu brauchen wir wieder Prozessoren und Geschwindigkeitsmodule. Wir fangen mal mit dem Raketentreibstoff an. Der ist hier schon so schön. Raketentreibstoff wird hergestellt in gar nichts. Okay, das heißt, hier können wir dann eine normale Montagemaschine bauen. Habe ich ja schon eine gehabt. Ich baue erstmal eine. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie viel wir brauchen. Ich glaube, wir machen hier mal so wieder so ein bisschen weit weg. Ach, hier ist der. Das ist gut. Dann kann der nämlich auch von den Baurobotern gemacht werden. So, Montagemaschine. Ich baue mal direkt zwei. So. Na, im Idealfall hätte ich die jetzt noch zwei nach oben gesetzt. Ich baue erstmal den hier. So. Und dann die erste Montagemaschine. Ja, eigentlich dahin, ne? Und so. Dann. Ja, wer weiß, welche Roboter jetzt hier schon wieder geholt wurden. Wer weiß, wer da schon wieder alles geholt wurde. Ach, das ist alles schon voll, das Band hier. Ja, wie gesagt, es blendet ein bisschen bei mir. Eins, zwei. Ihr stellt her. Zwischenprodukt. Raketentreibstoff. Was ist das eigentlich eben gewesen? Ach, das war die Uranbrennstoffzelle. Nee, die brauchen wir nicht. Zack, zack. Ganz ehrlich, bis das da ist, habe ich das alles selber. Und ich würde fast sagen, wir machen Anbieterkisten draus. Erstmal, kann ja nicht schaden. Ansonsten, wenn ich mich dazu entschließe, dass wir das doch irgendwie per Band, Fließband zum Raketending machen, bringen. Ich meine, eigentlich können wir die Rakete auch da oben bauen. Oder? Wo können wir die Rakete bauen? Oder hier? Oder hier? Oder wir bauen hier mit Landfill das und starten sie dann. Oh ja, das ist vielleicht ganz cool, wenn wir da so ein Landepad haben im Wasser. Oder halt hier irgendwie. Aber das wird schwierig, das alles anzuliefern. Können wir eigentlich auch, hier die Rakete starten. Ich glaube, ich möchte das, erstmal mit Anbieterkisten machen. Zwei Stück. Wo sind sie denn? Und erstmal nur eine Reihe. Ich weiß halt nicht, wie viel wir überhaupt brauchen davon. Achso, dahin, dahin. Ach, habe ich jetzt gar nicht gesagt? Habe ich das nicht gesagt? Raketentreibstoff 1, Raketentreibstoff 2. So, einer braucht 10 Festbrennstoffe. Und dann haben wir jetzt hier schon gleich unseren ersten Raketen. Oh, das braucht ja ewig. Ja, gut, dass wir jetzt schon damit anfangen. Würde ich sagen. Okay. Dann brauchen wir Baumaterial mit geringer Dichte. Stahl, Kupfer, Kunststoff. Würde ich anliefern lassen. Hier irgendwo. 1, 2, 3... Machen wir auch hier erstmal zwei Fabriken. Setzen wir mal hier hin. Ein bisschen Platz lassen. Dann brauchen wir zwei Anforderungskisten.
3, 1, 2, 3, können wir hier schon mal machen. 4 eher. So. Ich weiß, ich setze das trotzdem eben noch. 1, 2. 1, 2. Nee. So. Dann Anbieterkisten. Auch hier erstmal nur so. Obwohl nur ist auch gut. Das sind dann ja auch mal eben locker 200. So. Ihr stellt her. Bitte. Zwischenprodukte. Baumaterial mit geringer Dichte. Kopieren. Einfügen. Einfügen. So, jetzt müsste das hier entsprechend genau angefordert werden. Gut. Stahl geht aber trotzdem erstmal an mich. Nächste Schrotpatronen. Feuerrate 4. Immer her damit. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ja, beim nächsten Mal können wir vielleicht gucken, ob wir dann den Raketensilo schon gebaut kriegen. Aber das dann beim nächsten Mal. Macht's gut.